Greifswald. Ich bin der Leiter des Neuköllner Heimatmuseums und ich stehe direkt in der Ausstellung, die zurzeit hier zu sehen ist, zum Thema Kindheit in Neukölln. Und wir beziehen uns in dieser Ausstellung hauptsächlich auf die 20er Jahre des Bezirks Neukölln, der ja überwiegend in dieser Zeit ein Arbeiterbezirk war. Und wenn man entsprechend das Thema Kindheit behandelt, dann wird man eine Arbeiterkindheit behandeln, jedenfalls die Mehrheit der Bevölkerung gehörte zu diesen Schichten. Wir haben verschiedene Dinge ausgestellt, die sicherlich für das Auge einigen Reiz bieten, aber vor allen Dingen zu Gesprächen Anreiz geben sollen zwischen jüngeren und älteren Neuköllnern. Ich denke, man könnte sich vorstellen, dass die Großeltern ihren Enkelkindern aus diesen Jahren, aus diesen 20er Jahren, was erzählen. Man sagt ja oft, die 20er Jahre seien die goldenen Jahre gewesen, die Golden Twenties, wie man so schön sagt. Es ist aber doch in vielen Fällen so zu verstehen, dass die Familien in dieser Zeit eine äußerst schwierige wirtschaftliche Situation zu verkraften hatten. Und das macht sich natürlich auch für die Lebensverhältnisse der Kinder bemerkbar. Es war nicht durchaus selbstverständlich, dass, wie in dieser Vitrine zu sehen ist, sich ein Kind ein paar Schlittschuhe leisten konnte. Es war auch durchaus nicht selbstverständlich, dass man die Zeit hatte, um auf irgendeinem gefrorenen Teich, meinetwegen auf dem Neuköllner Schifffahrtskanal, herumzuschlittern. Es war durchaus nicht selbstverständlich, dass Kinder wie heute ihre Freizeit haben, über die sie relativ frei verfügen können. Das Problem der Zeit besteht natürlich darin, dass Kinder in vielerlei Hinsicht unter dem Druck der familiären Verhältnisse zu leiden haben, dass Kinder häufig auch zu Hause mithelfen mussten, dass Kinder ein paar Groschen mitverdienen mussten, dass Kinder Wäsche austrugen, dass Kinder Mädchen in dem Fall mitgestickt und mitgenäht haben, das heißt die Mutter bei der Heimarbeit unterstützt haben. Das kann ich vielleicht jetzt mal an einem Ausstellungsteil Ihnen weiter erklären. Was Sie hier nun in diesem Ausstellungsteil sehen, ist mit ganz wenigen Verweisobjekten, wie wir sagen, eine typische Küchensituation mit einem Kochherd, auf dem gerade Wäsche gekocht werden könnte, und daneben ein Stuhl mit einem Stickkissen, was die Mutter vielleicht gerade bearbeitet. Wir müssen uns für die 20er Jahre vergegenwärtigen, wie ich eben schon erwähnte, dass eben mit der Inflation 1923 nach dem Krieg wirtschaftliche Not für viele Familien existierte, dass in den späten 20er Jahren mit der Weltwirtschaftskrise viele Familien, gerade in Neukölln, relativ schlechte Wohnverhältnisse hatten, schlechte Einkommensverhältnisse und in diesem Fall Kinder eben zu Hause mithelfen mussten. Ich will einmal darüber berichten, wie hoch der Durchschnittslohn im Jahre 1925 etwa war. Der Durchschnittswochenlohn betrug 35,60 Mark. Im Jahr 1931 betrug der Durchschnittswochenlohn 30 Mark. Sie sehen, der Lohn ist in dieser Zeit entscheidend gesunken. Das, was als Existenzminimum anzusehen ist, liegt vielleicht etwa 10 Mark darüber bei 45 Mark für das Jahr 1925. Und das bedeutet, dass eben Kinder mithelfen mussten, um diese Differenz auszugleichen. So, den Frühling leitete der Triesel ein und im Sommer konnten Kinder in den 20er Jahren noch auf der Straße spielen, wie man hier sehen konnte, das in der ganzen Welt übrigens bekannte Himmel- und Hölle-Spiel. Es gibt eine solche Unzahl von Regeln für dieses Spiel und wir haben in dieser Ausstellung die Neuköllner Besucher der Ausstellung gebeten, uns weitere Spielregeln zu nennen. Das heißt, wir haben auch ein Interesse daran, diese Sachen zu dokumentieren auf längere Sicht hin. Spielen auf der Straße damals bedeutete Spielen im Kiez, bedeutete Spielen um die Ecke, bedeutete seinen Raum als Kind sich suchen und dort
sozusagen den Raum zu nutzen, den man brauchte, um Spaß zu haben und ein wenig Abwechslung von einem doch überwiegend recht tristen und eintönigen Alltag. Was Sie hier in dieser Vitrine sehen, sind Kinderspielzeuge, die von Jungs und Mädchen gespielt wurden. Ein typischer Anker-Baukasten, der in vielen Haushalten vorhanden war und auch heute noch für die Großelterngeneration eine ganz lebendige Erinnerung ist. Dominospiel gab es natürlich auch schon in den 20er Jahren. Und was Sie hier sehen, sind kleine Spielkärtchen, die von einer Leihgeberin selber angefertigt worden sind, praktisch ein selbstentwickeltes Spiel. In dieser Vitrine, die wir hier sehen, ist typisches Jungsspielzeug ausgestellt, ein Flugzeug und wie wir hier sehen, eine komplette Feuerwehrstation mit einem halb abgebrannten Haus, den verschiedenen Wagentypen, Leiterwagen, Sanitätswagen und so fort. Aber natürlich spielten Jungs auch mit Zinnfiguren und das Thema Krieg begleitet auch die gesamten 20er Jahre. Denn schließlich war der Erste Weltkrieg in der Erinnerung der Familien, in den Folgen für die Väter und Mütter dieser Zeit, in jedermanns Erinnerung. Dies sind Namen von Leihgebern und Spendern, die das Museum mit ihren Objekten immer wieder unterstützen. Und wir haben die Konzeption des Museums auch so entwickelt, dass wir von Besuchern und sozusagen einem Stammpublikum immer wieder Leihgaben und Spenden bekommen. Wie Sie hier sehen, das ist eine Vitrine, in der nur Mädchenspielzeug ausgestellt wird. Und in klassischer Manier findet sich das wieder, was alle vermuten, Mädchen spielen mit Kochgeschirr, Mädchen spielen mit Putzgerät und diversen Dingen, die sie sozusagen in die Rolle als Frau einüben soll. Sehr traditionell in den 20er Jahren, trotz reformpädagogischer Bemühungen, besonders in Neukölln, auch noch die Vorstellung von der Rollenzuweisung. Was Sie hier sehen, sind typische Arme-Leute-Puppen, und in ihrer Art wirkliche Raritäten, weil, wie Sie sich vorstellen können, gerade diese Puppen, die aus sehr einfachem Material gemacht sind, natürlich im Laufe der Zeit, im Laufe der Generationen sehr schnell kaputt gehen. Dies also Raritäten, die uns von Neuköllnern und Neuköllnerinnen zur Verfügung gestellt wurden. Zu sehen sind hier zwei Puppenwagen, die uns von zwei Leihgeberinnen zur Verfügung gestellt wurden. Und wir fanden dieses Foto, was Sie soeben gesehen haben, einen schönen Zusammenhang, denn es sind fast die identischen Puppenwagen, die man hier sehen kann. Und die wurden natürlich in der ganzen Stadt herumgeschoben. Und so wie auf dem Foto posierte man eigentlich selten, dass man sich so in die Reihe stellte. Auch wieder zu sehen, relativ armes Kinderspielzeug in diesem Puppenwagen. Das Spiel auf der Straße oder in der häuslichen Enge, nicht den erhofften Spaß brachte, gab es noch weitere Möglichkeiten, allerdings nur gegen schwer verdiente Groschen. Zum Beispiel zeigte das Kino ein Illusionstempel der laufenden Bilder, Geschichten aus einer anderen Welt. Puppentrickfilme und Charlie Chaplin-Filme gehörten dazu, wie Friderikus Rex oder Die da unten von Heinrich Zille. Auf den Rummel zu gehen oder in den Zirkus zu gehen, war für Kinder nur selten möglich, das Geld entweder selbst verdienen oder es war eine besondere Attraktion, mit ihren Eltern dorthin zu gehen. Neukölln war ja bekannt für sein Vergnügungsgewerbe, für seine Rummelplätze,
in der Neuen Welt, in der Hasenheide und verschiedene andere Rummel rings um den Hermannplatz herum. Zirkus, wie ich schon sagte, das war der Traum für viele Kinder. Und wer ein solches Pferd zu Hause hatte, der musste schon einen besonders geschickten Vater haben, der wie dieses Pferd ein solches Modell selber aus Pappmaché herstellen konnte. Für wen ist das nicht ein schöner Gedanke, in der Schule zu sitzen und davon zu träumen, draußen Rad zu fahren? Und genau darum geht es in dieser Abteilung der Ausstellung, um Träume, um Wünsche von Kindern, die natürlich alles, wie sie es jeweils gegenwärtig haben, viel schöner und viel interessanter und viel lebendiger und viel abenteuerhafter sehen wollen, als das in vielen Fällen möglich war. Bilderbücher, Zinnfiguren, Lesebücher verschiedenster Art vermittelten den Traum von einer anderen Welt, zeigte in andere Welten und war für viele Kinder eine Ausflucht in schöne, federleichte Fantasien. Das Puppentheater, selbst gebastelt, zu Hause hergestellt, wie in diesem Fall, war natürlich für Kinder damals wie heute eine besondere Attraktion. Der Teufel, der Kasper und in diesem Fall der böse Richter sind einige der Hauptfiguren. Georg, wenn ich groß bin wie Papa, sagt der Fritz zur Mama, dann sollst du einmal schauen, ein Schiff lasse ich bauen und ein Mast kommt hinein und ein Segel, das wird fein. Und dann fahre ich dich über nach Amerika hinüber, das geht ja so geschwind mit dem Segel wie der Wind und vorm Onkel seinem Haus in New York steigen wir aus. Rolltreppe rauf, Rolltreppe runter, das waren beliebte Kinderspiele, wenn es ihnen gelang, in das weltberühmte Kaufhaus Karstadt am Hermannplatz zu gelangen. Und so sah Karstadt aus, von oben gesehen von einem Zeppelin, aufgenommen um das Jahr 1929-30 herum. Ein kolossaler Bau, der in vielerlei Hinsicht an die amerikanische Hochhausbauarchitektur erinnert. Faszinierend der Dachgarten, von dem man sozusagen aus dem sechsten Stock aus einen sehr schönen Überblick über Neukölln und Kreuzberg hatte. Bei diesem Gebäude handelt es sich um einen siebengeschossigen Stahl-Skelettbau, der eine freie und sehr flexible Grundrissnutzung ermöglichte. Zwei viergeschossige, abgetreppte Türme bestimmten die 137 Meter lange Straßenfront. Drei Lichthöfe unterbrachen den Gesamtraum. Mit einer Gesamthöhe von 56 Metern war das Karstadthaus ein städtebaulicher Akzent, der den Hermannplatz und seine Umgebung beherrschte. Monumental wie die Metropole Berlin, in ihrer Wirkung einzigartig, und für unser Thema, für Kinder, ein Anziehungspunkt von ungeheurem Reiz. Und es gibt kaum jemand, der als Kind, wenn er in Neukölln gelebt hat zu der Zeit, sich nicht erinnert, welch ein faszinierendes Erlebnis ein Besuch im Kaufhaus Karstadt gewesen ist. Zu den besonderen Attraktionen gehörten die Zeppeline, die natürlich Kinder besonders begeisterten, wenn sie vom Tempelhofer Feld aus losflogen und ihre Runden über Berlin drehten. Ob nun die Schule hier zu anstrengend war oder das Großstadtgetümmel, wir wissen es nicht. Aber Kinder müssen sich ab und zu mal ausruhen, wenn das Angebot zu groß wird und sie sich zu sehr angestrengt haben. Damals wie heute.